So, hallihallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Niemals Erste Liga, dem Podcast, in dem es um den SVW in Wiesbaden und manchmal auch um Fußball geht. Mein Name ist Gunnar Schmid und neben mir vor dem Stadion am Bornheimer Hang Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und wir haben einen Ehrengast heute direkt bei uns, Marvin. Hallo Marvin. Hallo, hallo. Marvin Mendel vom Eintracht Frankfurt Podcast. Ja. Was verschlägt dich denn hier zur FSV? Naja, eigentlich wollte ich zu Bremen 2. Ich mache den Running Gag jetzt nochmal, auch wenn wir das erste Mal nicht aufgezeichnet haben. Ja, danke, danke, mein Schuh. Aber natürlich verschlagt ihr mich hierher. Ja? Also ohne euch wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier. Ich habe dann gehört, okay, ihr seid hier, dann muss ich natürlich mal vorbeischauen. Aber natürlich auch dieses wunderbare, einzigartige Spiel zwischen dem FSV Frankfurt und dem wunderbaren SVW in Wiesbaden. Das ist natürlich für mich auch ein Leckerbissen, den ich mir nicht gehen lassen kann. Ja, ja. Und das sagt der ohne rot zu werden. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Mein Glück ist, dass ich krank bin und generell schon rot bin. Okay. Okay, ich nehme an, du bist stark unter Medikamente gesetzt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin massiv sediert. Ja, nur so habe ich es hierher geschafft. Aber es ist natürlich der große Vorteil. Ich wohne hier um die Ecke. Ich wohne im Frankfurter Ostend. Dann kann man natürlich auch mal hierher laufen. Fußläufig erreichbar. Und wenn es mal nicht regnet, ist es natürlich auch ein Leckerbissen, sich die Eintracht leider nicht zu geben, aber den FSV Frankfurt. Ja. Wunderbar. Du hast dein Augenmerk vermutlich nicht so sehr auf der dritten Liga. Naja, so ein bisschen schon. Ja. Das Schlimme ist, so teilweise beruflich habe ich ja auch so latent was mit dem SVW in Wiesbaden zu tun. Es gibt einige fürchterliche Freunde von mir, die sogar Fans der SVW in Wiesbaden sind. Insofern schaue ich da schon das ein oder andere Mal drauf, aber nicht, dass ich jedes Spiel wie so ein Hardcore-Gucker mir anschaue. Okay, sich darüber zu informieren, gibt es ja auch einen wunderbaren Podcast, habe ich gehört. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, mein Podcatcher verfügbar ist, ja. Ja, genau. So, aber du hast vermutlich dann mehr als wir auch einen Blick auf den FSV Frankfurt. Ja. Genau. Kannst du uns dazu was erzählen? Weil ich jetzt eigentlich mehr als einen Blick auf die Tabelle und die letzten Ergebnisse eigentlich nicht parat habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, für den FSV Frankfurt ist es beim, also so emotional gesehen, ist bei mir so ein ständiges Zittern dabei. Der FSV Frankfurt von der nicht allzu langer Zeit jetzt in die vierte Liga abgestiegen. Ja? Wir wissen ja alle, wie erfolglos das Unterfangen der dritten war. Wieder mit einem kompletten Neuaufbau. Momentan habe ich das Gefühl, man hat sich so ein bisschen gefangen. Die letzten Ergebnisse waren bis auf das Spiel der letzten Woche relativ positiv. Man hat es geschafft, aus dem Tabellenkeller sich so ein bisschen zu befreien. Ich glaube, man ist aktuell 13., 14. oder sowas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, es ist nicht ganz weit unten, aber beim FSV Frankfurt ist es so, die Konstitution stimmt noch nicht hundertprozentig und man muss sehen, dass man irgendwie diese Saison beendet, ohne abzusteigen. Es klingt hart, aber in der vierten Liga ist auch der Überlebenskampf da und der FSV Frankfurt muss irgendwie sehen, mit einer relativ zusammengewürfelten Mannschaft, dass sie irgendwie noch die Klasse halten. Ja. Das ist das einzige Ziel im Grunde. Absolut, wenn man noch dann noch vor Augen hat, wie so die oder wie viele Abstiegsplätze es geben kann. Genau, also richtig. Drei mindestens, das können ja bis zu 6 werden. Ja. Gut, das wäre dann halt der Extremfall, wenn Wien abstiege und keiner der beiden Südwestregionalligisten aufsteigt. Gut, dass Wien absteigt, ich glaube, da sind wir relativ optimistisch, dass das dieses Jahr nicht passiert. Genau, deswegen brauchen wir uns da eigentlich mal keine Gedanken. Genau, aber die letzten Jahre ist ja keiner hochgekommen, von daher könnte es durchaus sein, dass 4 oder 5 Absteiger es wieder gibt. Von daher, ja. Das ist ja die große Problematik. Ich denke, wenn wir uns über die Regionalliga unterhalten, dann ist das Aufstiegsszenario das, was am grausamsten ist. Ja. Ja. Was natürlich nicht nur die Regionalliga Süd betrifft, sondern halt auch andere. Ja. Aber das ist etwas, da muss sich der DFB natürlich auch mal irgendwann Gedanken machen. Weil, ich meine, wir haben es auch so ein wenig beliebter Verein hier um die Ecke. Der OFC hat es ja schon das ein oder andere Mal versucht und es nicht geschafft. Ja. Und wenn der FSV Frankfurt irgendwann sich dementsprechend konsolidiert hat, um vielleicht mal wieder oben anzupeilen, die oberen Tabellenpositionen, vielleicht wirklich mal in die dritte Liga wiederzukommen, dann muss die Möglichkeit einfach da sein, dass du auch aufsteigen kannst, wenn du 34 Spieltage noch nicht gespielt hast. Ja. Und nicht, wenn du den letzten 2 oder 4 Spiele dann noch irgendwie gut machst. Ne? Das ist ein großes Problem. Ja, absolut. Hatten wir auch schon bei uns öfter thematisiert. Sehr oft drüber gesprochen. Genau, es ist halt das Grundproblem im Endeffekt. Warum, weißt du, das killt diesen Fußball im Endeffekt, auch den Unterklassigen, weil alle Mannschaften, alle Vereine, die mal größer waren, in der Regionalliga verweilen, die sterben einen langsamen Tod dadurch. Ich sag, beim FSV Frankfurt hört sich das nicht so dramatisch an, weil es war nie ein Verein mit 30.000 Fans oder so. Aber wenn wir uns die Offenbacher, das kann einem jetzt wehtun oder so, aber die
Offenbacher Fans wieder angucken, die stirbt auch irgendwann. Oder die, dann wird das Feld den Chaoten überlassen, wie wir zuletzt gesehen haben. Ja? Dass es immer mehr Leute gibt, die sich ideologisch gesehen irgendwo positionieren, was dem Fußball auch nicht gut tun kann. Ne? Ja. Und das ist halt das Problem. Und da muss auch der DFB gegen anwirken. Es muss eine Konzeptänderung geben. Ja. Das ist alles, ja, ist ja wohl irgendwas in der Mache. Wir müssen mal gucken, was bei rauskommt. Ja, ich fürchte, es wird wieder so ein halbgarer Kompromiss, wie es meistens ist. Ich fürchte es auch. Und dann musst du auch wieder die Drittliga angreifen. Dann musst du überlegen, ob du wieder eine zweigleisige Drittliga machst. Irgend sowas. Ich habe selbst keine Lösung dafür. Aber ich bin auch nicht da, die Lösung zu machen, sondern einzufordern, dass es Optionen gibt. Ja. Okay, gucken wir mal auf das heutige Spiel. Ja. Sonja, ich habe gerade eben auf die Aufstellung geschaut. Also, ich kenne sie noch gar nicht. Ja, es ist im Prinzip fast die erste Mannschaft. Es gibt zwei Wechsel gegenüber dem letzten Spiel. Blacher ist drin statt Breitkreuz und Darms statt Mofza. Mofza, da hieß es ja schon, dass der mal eine Pause war. Der war wohl schon im letzten Spiel angeschlagen. Ja, also... Das heißt eigentlich nichts anderes als Rüdiger Rehm meint's ernst. Ja, hoffentlich. Also ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich das nie mochte, wenn Trainer irgendwie so die B-Elf gebracht haben in so einem Spiel, weil es um viel geht. Und das hat aber Rehm auch immer klar gemacht, auch letztes Jahr schon, dass ihm das sehr wichtig ist. Finde ich gut, dass er dann auch die erste Mannschaft bringt. Es war eigentlich klar, dass er ein paar Leute dann doch rotieren lässt, nachdem wir jetzt so viele englische Wochen auch hatten. Aber finde ich gut, dass er so die Besten rausschickt sozusagen. Ja. Ja gut, jetzt ist ja auch Länderspielpause, das heißt, die können sich jetzt dann noch 10 Tage dann ausruhen bis zum nächsten Ligaspiel. Oder 9, ist ja am Freitagabend. Das ist Pokal, das kann immer was passieren. Also genau, wenn man dann jetzt hier die Leute rauslässt, das ist ja das Gefährliche. Ich glaube, der FSV Frankfurt ist auch jetzt nicht zu unterschätzen. Ne? Nee, auf keinen Fall. Und deswegen muss man die Leute bringen, wie du es gerade richtig gesagt hast, das Länderspielpause ist natürlich für den FSV, für den SVW in Wiesbaden natürlich besonders bitter mit den Nationalmannschaftsabstellungen, die man hat. Ja, Scheffler ist immerhin heute ins FIFA Ultimate Team der Woche gewählt worden. Wenn sich hier jemand über unsere Mannschaft lustig macht, dann sind wir das, gell? Ich denke das. Nein, das heißt ja lustig machen. Das ist einfach nur realistisch betrachtet. Natürlich, ja. Genau. Was wollte ich? Achso, genau, wo du gerade von Zielen sprachst, Sonja. Ich hab heute gelesen, Rehm sagte ganz klar, der Hessen-Pokal ist wieder unser Ziel, da die Titelverteidigung. Das ist eigentlich das erste Mal, dass er klar sagt, wir haben ein Saisonziel. Meistens sagt er so von wegen, unsere Saisonziele sind nur intern. Also hat er sich da ein bisschen verplaudert oder was meinst du? Nee, gar nicht. Also wir sind ja auch Favorit, wenn man sich das Teilnehmerfeld anguckt. Wir sind der einzige Drittligist. Ich finde, da kann man das schon mal sagen. Wir haben ihn letztes Jahr gewonnen. Das finde ich in Ordnung so. Ja. Also alles andere als zu sagen, wir wollen da den Titel holen und uns auch den Weg offen halten, wieder in den DFB-Pokal zu kommen. Das ist völlig normal. Natürlich. Ja. Okay, so, hier geht's bald los. Wir müssen jetzt noch einmal ganz im Stadion rum, in den Gästeblock. Deswegen würde ich sagen, wir machen uns mal auf den Weg und melden uns dann in der Halbzeitpause wieder. So, Halbzeit am Bornheimer Hang. Der SVW führt 2:0. So, Sonja ist natürlich wieder mit dabei und wir haben einen neuen Gast in der Halbzeit herbeigezaubert. Also eigentlich war er schon die ganze Zeit da, wir haben uns bloß erst im Block getroffen. Stefan, hallo Stefan. Hallo. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Stefan, auf Twitter auch bekannt als @schwarzundblau. Unter dem gleichen Namen blogge ich zum SC Paderborn und es gibt auch einen Podcast, der sich Padercast nennt. Und heute bin ich mal bei euch zu Gast. Ja, sehr schön. Wir haben dich auch schon, oder den Padercast schon öfter mal erwähnt. Ich weiß. Ihr seid ja quasi Legende in der dritten Liga. Ihr habt jetzt die 100er Marke übersprungen, also schon über 100 Folgen. Da sage ich auch nochmal an dieser Stelle Hut ab. Danke, danke. Es ist erstaunlich, mit welcher Beharrlichkeit ihr da wirklich... Ihr seid jede Woche eigentlich auf Sendung, ne? Ja, ja. So ziemlich. Ja, okay, gut. Wenn wir das schaffen, dann... Da haben wir noch einiges zu tun. Ja. Nein, ich meine, mit einem Wochenrhythmus, da kommt man natürlich auch schneller voran. Ja, da brauchst du nur 2 Jahre und keine 5 oder so. Ja. Genau, aber schon cool. Wie viel seid ihr in der Truppe bei euch insgesamt? 5 Leute oder so? 5, so mehr oder weniger Stammbesetzung, mal sind es ein paar weniger, mal haben wir auch Gäste zu Gast, aber 5 sind so der Kern. Ja, genau. Mal kurz jetzt zum Spiel, Leute. Sonja, erzähl uns doch mal, wie das 1:0 gefallen ist. Da war ich gerade mir eine Bratwurst holen. Ist es überhaupt gefallen? Vielleicht haben wir auch nur so getan. Vielleicht haben wir auch auf den Knopf gedrückt und alle haben einfach mal gejubelt. Dann habt ihr das sehr gut gesteuert. Ja, aber es steht auch immerhin auf der Anzeigetafel. Von daher bin ich optimistisch, dass es tatsächlich zählt. Nein, es ist wirklich gefallen. Es war irgendwie nach vorne gespielt und dann war Andres durch über rechts. Also kannst mich gleich korrigieren, wenn ich es falsch gesehen habe. Aber er war irgendwie über rechts frei durch und hat ihn dann unter die Latte gezimmert von da aus. Okay. Ja, klingt gut. Kann man mal so machen, ne? Ja, was war das irgendwie so nach, was hatten wir denn da, so 10 Minuten, Viertelstunde oder sowas? Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ich glaube so eine knappe Viertelstunde. Ja.
Und dann hat es nicht lange gedauert, dann kam auch schon das 2-0. Relativ simpel eigentlich, Ecke von rechts durch Andrich und Dahms läuft so ein bisschen dem Ball entgegen, so an der Fünfer-Ecke und köpft einfach ein. Das war, sah ziemlich einfach aus. Ne? Ja, so einfach geht's, wenn man die Ecke über den ersten Mann bringt. Ja, das hat Andrich vorher ein paar Mal nicht geschafft, genau. Aber sobald er dann mal Richtung Fünfer segelt, ist schon mal ganz gut. Gab noch ein, zwei andere Chancen. Jetzt nicht gar so riesige auf der anderen Seite für den FSV. Ja, ist überschaubar. So ein, zwei Mal kamen sie Richtung Strafraum, aber... Die Sachen auch überhaupt nicht cool ausgespielt. Also ja. Chancen hätten sie vielleicht irgendwie kriegen können, aber dann müssen sie das besser ausspielen. Ja, oh, jetzt kommt laute Werbung. Ja. Das ist eine wie gesagt, Dingens Partisanenaktion hier von Radio FFH, die schmuggeln sich in unseren Podcast rein. Okay, ja, mal so als Neutraler quasi, Stefan, wie hast du das Spiel gesehen? Also bisher recht ungefährdet und souverän, also... Man redet ja manchmal davon, dass im Pokal kein Klassenunterschied zu sehen ist. Man sieht ja eigentlich schon, wer der Drittligist ist und wer der Regionalligist ist. Ja. Und es wirkt auch so, als müsste Wiesbaden das jetzt locker runterspielen. Und entweder bleibt es beim 2-0 oder man schießt noch ein paar Tore. Also es müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass FSV Frankfurt irgendwie hier noch den Sieg holen kann oder weiterkommen kann. Ja, sehe ich auch so. Also ich denke, der Scheffler ist auf jeden Fall heiß, der will noch eine Bude machen. Und jetzt spielen sie auch auf uns jetzt quasi, also auf unser Tor, wo wir stehen. Und von daher bin ich gut hoffen, dass wir noch ein, zwei Tore sehen. Gut, jetzt wird es hier ein bisschen laut. Von daher würde ich sagen, war es das mal für unsere kurze Halbzeitanalyse und dann gucken wir mal nach dem Spiel, wie es dann ausgegangen ist. Die eingefleischten FSVler wissen, wovon ich spreche. Markus Kreuzer, Esteban Cenci, Sead Meech, Patrick Lamm, Markus Musterer, um nur einige zu nennen, und zwei der Aufstiegshelden stehen hier unten bei. So, Spiel ist vorbei. 3-0 gewonnen. Ziemlich souveräne Sache. Oder? Ja. Gut, danke. Stefan? Ja, ich kann das bestätigen. War eine souveräne Sache. Man hätte vielleicht noch das ein oder andere Tor mehr machen können, vielleicht sogar müssen, aber ungefährdeter Sieg, eine rote Karte noch zwischendurch für den FSV, die auch, glaube ich, recht klar war. Und ja. Ja, genau, die Szene. Ich denke, dann war der Drops dann irgendwie auch gelutscht. Das war, wenn ich es richtig gesehen habe, ein recht grobes Einsteigen von hinten. Der Schiedsrichter hat nicht gezögert und den Frankfurter vom Platz gestellt. War ein bisschen blöd, haben da noch ein paar angeschlagene Spieler jetzt, glaube ich, mit rausgenommen. Also Minzel ging humpelnd vom Platz oder halb getragen. Dahms hat es mal was abbekommen, Andrich auch. Hoffen wir, dass da mal keiner jetzt ausfällt oder so, aber bis auf Minzel sind sie alle wieder aufgestanden. Ja, aber ansonsten, Stefan hat es gesagt, gab noch einige Chancen, die mehr oder weniger... dilettantisch vergeben wurden, möchte ich fast sagen. Aber mit einem 3-0 kann man sich nicht beschweren. Nein. Ja, Sonja ist in Topform heute. Hör mal, du hast schon alles gesagt eigentlich. Ja, ich leg dir hier goldene Brücken, du brauchst nur noch... Also mich interessiert es vor allem erstmal, was Alf Minzel hat. Ja. Und es hat mich sehr geärgert, dass Diawosi kein Tor gemacht hat, weil so nah wie heute war er noch nie dran. Das stimmt. Ich sage ja immer Diawosi, jetzt oder nie. Ja, ich glaube, der hat so ein bisschen Angst, dass du das immer sagst. Ja, den Spruch, den hätte ich nie erfinden dürfen, das stimmt. Jetzt Halbfinale gegen Steinbach, kennen wir noch vom letzten Jahr. Da können wir die Folge einfach nochmal einspielen. Genau. Das war letztes Jahr das erste Mal, dass wir so eine Stadionfolge gemacht haben. Das wobei die war nicht gut. Da schäme ich mich heute noch ein bisschen. Da warst du sehr euphorisch, ja. Aber da hatten wir auch eine lange Durststrecke vorher hinter uns. Da war Rüdiger Rehm noch relativ frisch da. Und da waren wir natürlich super euphorisch. Aber wir sind verliebt wie am ersten Tag. Ah, ja, Sonja produziert wieder Zitate, sehr gut. Das muss ich mir wieder aufheben. Hör mal, da warst du aber auch mit drin gerade. Ja, na, das können wir noch bearbeiten, das geht schon. Gut, ja, dann gucken wir gleich mal, ob wir den Marvin jetzt auch nochmal treffen. Mal gucken, was der von der anderen Seite des Stadions dazu zu sagen hat. So, jetzt nochmal in großer Runde. Ja. Genau, Marvin ist auch wieder mit am Start. Ja, auf jeden Fall. Genau, so, aus mit der Frankfurter Brille, was sagst du zum Spiel? Naja, ehrlich gesagt war das schon ein Klassenunterschied hier. Ich denke, das muss man ganz klar festhalten. Bisschen überraschend, ne? Also ja, naja, vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich fand es halt insofern
wunderschön zu sehen, muss man schon mal aus objektiver Sicht sagen, dass der SVW in Wiesbaden hier schon gezeigt hat, dass halt gewisse Dinge einfach funktionieren. Ne? Also, ja. dass auch gewisse Abstimmungen, Abläufe auch funktionieren. Da gab es einige schöne Flankenwechsel, das hat mir durchaus gut gefallen. Aus Frankfurter Sicht war das jetzt ja relativ ernüchternd. Also ich muss sagen, der Frankfurter Torhüter hat mir heute nicht gut gefallen. Da war nur eine gute Szene dabei, ansonsten fand ich das relativ schwach. Ansonsten da waren kaum Offensivaktionen des FSV Frankfurt. Ja. Das muss man festhalten. Es gab dazu keiner Zeit gefährlich. 0 zu 10 Ecken ist ja natürlich ein deutliches Statement. Oh, ich habe gar nicht mitgezählt. Ja. Okay, war es so viele, ja. Ja, also insofern. Ein paar kamen davon tatsächlich in den Strafraum. Ja. Ersten paar sind noch am Fünfer noch gescheitert oder am ersten Verteidiger. Ja, aber du hast aber schon relativ früh das Ding eigentlich festgemacht. Da 0 zu 2 hast du schon gemerkt, da bewegt sich nichts mehr. Offensiv war der FSV Frankfurt halt viel zu schlecht. Ja. Seit in der ersten Halbzeit, da waren mal so zwei halbe Gelegenheiten, die sie nicht gut zu Ende spielen. Da hätten sie vielleicht mal zum Tor kommen können, aber ansonsten ist relativ wenig angebrannt. Ja, auf jeden Fall. Was wir noch vielleicht irgendwie diskutieren müssten, war die rote Karte. Ja, also die sah, ich habe es ehrlich gesagt nicht genau gesehen. Ja. Genau habe ich es auch nicht gesehen. Ich meine, es wäre es relativ von hinten relativ grob reingekommen. Ja. Also so quasi Grätsche von hinten. Es sah auch ziemlich ungemütlich aus, muss man sagen. Also er hat sich dann rumgewurschtelt, wie geht nicht mehr, wo du gedacht hast, okay, ganz klar, rote Karte. Ja. Ich habe es natürlich jetzt nicht in der Wiederholung gesehen, aber das sah schon relativ deutlich aus. Ja, genau, also der Schiedsrichter hat auch nicht gezögert, hat sofort rot gezogen. Ich denke, da gibt es wahrscheinlich nicht viel zu diskutieren an der Stelle. Nee. Gab noch ein, zwei andere ein bisschen unschöne Fouls irgendwie? Wo dann es waren also jetzt gerade aus Seiten des FSV Frankfurt einige Nicklichkeiten dabei. Ja. Ich denke, das kann man schon festhalten. Ne? Ich weiß nicht, ob es da ein bisschen Frust war oder Unvermögen oder sowas, weil sie zu spät kommen irgendwie und ein bisschen grob reingegangen. Aber ich würde eher Unvermögen sagen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ich hoffe mal, dass jetzt, also Minzel ist ja dann verletzt raus. Ich hoffe mal, dass da halt nichts Ernstes ist. Aber ich glaube, also für mich sah das eher nach Vorsichtsmaßnahmen aus. Naja, sie haben schon irgendwie so ein bisschen so halb gestützt. Der ging eigentlich schon sehr, aber der sind sehr Knochen. Also ich denke, bis nächste Woche dann zum Ligaspiel gegen Rostock. Hast ja 10 Tage Zeit, dann wird es wieder in Ordnung sein. Ja, das hoffe ich auch mal. Also ich glaube, so ganz dramatisch ist nichts, aber naja. Man muss halt sehen, jetzt der SVW in Wiesbaden ist jetzt eine Runde weiter. Jetzt geht es gegen Steinbach. Genau, ja. Und da muss man halt schauen, wie es jetzt weiterläuft. Aber an sich, klare Nummer. Für den FSV Frankfurt war es jetzt auch nicht desaströs, muss man auch mal festhalten. Ja, aber es war schon, du hast gemerkt, dass hier in der Liga unterschiedlich sind und dass der SVW in Wiesbaden einfach zu höhere bestimmt. Oh, sehr gut. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ja. Das nehmen wir mal so mit. Wir gucken mal, ob wir vielleicht zum Halbfinale wieder so eine Sonderfolge aus dem Stadion machen. Genau. Mal gucken, vielleicht packe ich dich dann ein, da fahren wir zusammen nach Haiger. Du, wenn ich endlich mal wieder gesund bin, dann fahren wir gerne mal, selbst nach Haiger, ja? Ja, genau, ja. Ja, da fahren nur die Besten hin. Die, die es wirklich können. Ja, genau. Okay, gut, dann vielen Dank. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja. Ja, war doch. So, die Jasmina möchte auch noch was zum Spiel sagen. Also für mich war das Beste am Frankfurter Spiel der Glühäppler. Dankeschön. Prost. Ja. Sehr gut. Ja, der Glühäppler ist tatsächlich gut. Den könnten wir bei uns auch mal einführen. Ja. Da müssen wir mal eine Petition starten. Und sie haben hier Pommes und Currywurst. Also ja, das Gott sei ist, Dank. Ich habe auch eine auch, Pommes gegessen. War auch nicht schlimm. Das ist tatsächlich, also kulinarisch sind die uns da voraus gegenüber Wiesbaden. Das muss man ganz klar so festhalten. Ja. Aber in Wiesbaden gibt es Kaffee. Gab es hier heute nicht. Das stimmt. Den habe ich aber im Stadion bei uns noch nie getrunken. Aber wer möchte, ja genau, das gibt's. Ja. Aber bei uns gibt es jetzt auch bald wieder Glühwein, das ist ja auch schon mal was. Okay, danke dir.